Wir sind auf der E3 2016 und wir haben Ghost Recon Wildlands gespielt. Und wir, das sind Julius Busch. Hallo. Moin. Und ich, Johannes Rohe. Wir haben eine komplette Mission im Koop erlebt, im Vierspieler-Koop, auf das das Spiel voll ausgelegt ist, gemeinsam mit einem Entwickler, der uns so ein bisschen durch die Gegend geschleift hat und gesagt hat, was wir tun sollen am besten, und einem weiteren Journalistenkollegen, der als Bullet Sponge mitgelaufen ist. Genau, und wir dachten uns, wir zeigen euch jetzt einfach mal die komplette Mission, wie wir sie auch erlebt haben, und kommentieren das so ein bisschen, damit ihr euch selber mal ein Bild machen könnt, wie das in Ghost Recon so abläuft. Genau. Ihr seht zwischenzeitlich immer den Wechsel zwischen meiner Perspektive. Ich bin der Typ mit dem wunderschönen Pferdeschwanz und dem Schal um den Hals. Und ich bin der Schwarze. The cool black guy. Jetzt geht's hier gerade noch los. Wir machen uns ein bisschen mit der Steuerung vertraut, probieren die Waffen ein bisschen aus und machen uns ein Bild von der Landschaft, die schon mal echt cool aussieht. Also vor allem die Weitsicht ist echt beeindruckend, das muss man schon sagen. Und es gibt Lamas, wie ich gerade auf meinem Bildschirm sehe. Stimmt, die habe ich gar nicht gesehen. Ach, die sind nur bei mir gewesen. Tatsächlich. Es ist eine wunderschöne, riesige Lama-Herde. Ja, man kann sie auch töten. Aber das machen wir nicht, oder? Niemals. Niemals würde ich sowas machen. Eigentlich würde ich mich gerne als Lama-Züchter irgendwann in den Ruhestand verabschieden. jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir einen Informanten finden, des Drogenkartells, gegen das wir in Ghost Recon Wildlands kämpfen. Der hat sich da vorne in diesem Haus verschanzt. Ja, und ich habe jetzt hier gerade so eine Drohne aktiviert, mit der ich hier die Gegner ein bisschen ausspähe, zumindest es versuche. Jetzt gleich meckert mich der Entwickler nämlich an, ich soll nicht so tief fliegen, weil dann wird die Drohne direkt entdeckt und dann endet das wahrscheinlich gleich böse. Was man sehen kann, die Gegner werden dann ganz automatisch markiert. Hier ist jetzt noch kein besonderer Gegner. Später wird man auch sehen, dass es Mörserstationen, MG-Schützen und sowas gibt, die dann nochmal besonders gekennzeichnet werden. Ja, genau. Jetzt schlägt uns hier der Entwickler gleich vor, dass wir sozusagen synchron snipen sollen. Und das schien den Entwicklern, also es scheint ein großer Teil des Spiels zu sein, dass du einfach Gegner gleichzeitig absnipest. Dann habe ich mich natürlich erstmal beschwert, hä, wieso? Da auf der linken Seite sind doch 5 und wir sind nur 4 Leute. Das heißt, wenn wir die synchron snipen, werden wir doch sofort entdeckt. Ja, diese Koordination hat ein bisschen länger gedauert und im Endeffekt dann auch nicht dazu geführt, dass wir das Ganze leise lösen können. Nee, aber das können wir ja auch sowieso nicht. Da sind ja 5. Ja, das hat relativ wenig Sinn gemacht. Es gibt auch keine spielmechanische Funktion quasi, um Gegner zu markieren und dieses Synchronsnipen quasi abzusprechen im Spiel. Also genau, das hatte ich dann gefragt. Da meinte er, nö, da müsst ihr schon miteinander reden, was ich aber auch okay finde, weil das ist ja eigentlich cool, wenn du so... Ja, du weißt das gerade, ich glaube in den vorigen Ghost Recon Teilen gab es das durchaus, gerade im Okay. Dass dann so ein Counter runtergeht. Genau, dass ein Counter runtergeht, du markierst einen Gegner und dann geht ein Counter runter, das geht sogar in Division, das benutzt nur niemand. Gerade hier benutzen sie es nicht, finde ich eine interessante Wahl. Ja, so, jetzt geht es gleich los, wir haben unsere Ziele ausgewählt, diskutieren jetzt noch ein bisschen rum, ob wir auch wirklich schießen wollen und los geht's. Ja, und wie du vorausgesagt hast, ja. Aber interessant ist, es haben sogar 2 überlebt. Das heißt, einer von uns hat noch nicht mal getroffen. Ja, offensichtlich. Da geht aber gerade was in die Luft bei dir. Ja, bei mir ist gerade ein Benzintank oder ein Gastank in die Luft geflogen. Die Explosionen sehen auch ganz schick aus. Grundsätzlich die Grafik. Ich sag mal, je weiter man weg ist, desto besser sieht's aus. Ich habt ihr gerade gesehen, bin da ein bisschen rumgebackt. Kam da nicht richtig durch, das ist mir öfter passiert. Dass du so festhängst? Ja, auch so in so Durchgängen, wo ich dachte, hä, normalerweise müsste ich da jetzt aber eigentlich durchkommen. Ja, das haben wir natürlich jetzt gerade die Situation maximal ungünstig gelöst. Der Typ, den wir interrogaten sollen, ist meilenweit weg. Ja, der ist abgehauen, aber wir... Du machst da gerade einen Wheelie. Ja, wir schnappen uns einfach Fahrzeuge und fahren hinterher. Es soll über 60 verschiedene Vehikel in Ghost Recon Wildlands geben, also eine richtig große Auswahl. Ja. Und das funktioniert dann wie ein GTA, also man schnappt sich einfach das Ding und legt los und düst los. Es wird auch Hubschrauber geben, das wird man gleich noch sehen, vielleicht sogar Flugzeuge. Ich habe Flugzeuge am Himmel gesehen. Okay. Also schon eine ganz große Auswahl. Ja, stimmt, auf den Wallpapers und so sind, glaube ich, Flugzeuge auch mit drauf. Ja, jetzt fangen wir ja an, auf der Tankstelle rumzuballern, was auch immer eine gute Idee ist und mit Sicherheit auch nicht schief geht. Ja, das ist jetzt gerade schon ganz gut. insgesamt sind die Zerstörungseffekte aber doch eher zurückhaltend, sage ich mal. Also man kann nicht viel zerstören. Ne? Genau, es geht schon was in die Luft, natürlich, so wie die Tankstelle hier, aber es ist jetzt kein Vergleich zu einem Battlefield oder einem Just Cause oder so, an das mich das Spiel von der Optik und vom Gameplay, naja, vom Gameplay nicht wirklich, aber von der Optik oft erinnert an Just Cause 3. Okay, ja. Liegt auch daran, dass wir hier in so einem südamerikanischen Land sind. Wir sind in Bolivien übrigens. Ja.
unterwegs. Das Gebiet soll echt, echt groß sein. Erzähl ich mal kurz, während du hier den Typen freundlich dazu überredest, dass er uns dann doch seine, den Aufenthaltsort seiner Kumpels, nee, wo die Informationen versteckt sind. Der übrigens wahnsinnig intelligent gerade geflohen ist. Er ist einfach nur ein paar Mal hin und her gerannt, anstatt tatsächlich wegzurennen. Währenddessen trifft draußen ein bisschen Verstärkung ein. Um die kümmere ich mich jetzt. Achso, ja, ich habe hab gerade versucht, C4 zu legen. Beziehungsweise habe auch C4 gelegt, erfolgreich. Allerdings weiß ich nicht, wie ich es hochjage. Und habe die, hab die Entwickler gefragt und sie konnten es mir auch nicht sagen. Deswegen liegt da jetzt mein C4 ein bisschen sinnlos in der Gegend. Konnten sie dir nicht sagen? Nein, sie wussten es selber nicht. Oh. Ja, so ist das manchmal bei Anspiel-Events. Manchmal ist das tatsächlich noch ein bisschen chaotisch. Das Spiel ist eben auch für die Entwickler noch neu. Ja, die Gegner gehen. Also die Gegner gehen gefühlt total schnell down. Das hatte ich mich gefragt und habe mich auch im Nachhinein dann geärgert, dass wir das nicht gefragt haben, ob es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Ob man das schwerer stellen kann, weil jetzt in der Mission gefühlt gehen die Gegner total schnell down und auch wir halten vergleichsmäßig viel aus. Genau. Dazu muss man allerdings sagen, dass das auch so Anspiel-Events oft der Fall ist. Schließlich will man nicht, dass die Journalisten gefrustet da nach Hause gehen, und weil sie ständig sterben, sondern sie sollen ja wirklich die Mission erleben und möglichst viel vom Spiel sehen können, ohne dann, wie gesagt, ständig drauf zu gehen. Hier wollte ich gerne selber fliegen, aber durften wir noch nicht. Ja, hier sieht man übrigens auf Julius' Bildschirm gerade ein Flugzeug. Also aus Julius' Perspektive. Ja, stimmt. Da sieht man ein Flugzeug, wie gesagt, ich weiß nicht sicher, ob man die selber fliegen kann. Hubschrauber fliegen durften wir auch nicht. Wenn sich die Dinger so fliegen wie die Drohne, dann ist das relativ arcadisch und relativ simpel. Es sieht arcadisch aus, also wenn ich es, oder habe ich gerade das Nachtsichtgerät ausprobiert. Das sieht halt arcadisch aus, weil jetzt, wenn ich das mal ein bisschen vergleiche mit GTA, da schwankt das Fahrzeug doch deutlich mehr. Der hier liegt ja sehr, sehr stark in der Luft, wenn du das siehst. Ja. So, ja. Und statt jetzt mit den Miniguns dieses geilen Blackhawks die Basis aufzuräumen, entscheiden wir uns coolerweise dafür, aus dem Hubschrauber rauszuspringen und mit dem Fallschirm abzuspringen. Also spätestens hier ist halt echt Just Cause oder GTA 5-Feeling angesagt. Ja. Und das zeigt halt eben auch, dieses Ghost Recon hat mit den alten Ghost Recons absolut nichts mehr zu tun. Nee, die alten, das war ein Hardcore-Taktik-Shooter, das war ja ein Ableger, oder ist quasi aus der Rainbow Six-Geschichte hervorgegangen. Ja. Und das hier ist jetzt komplett andere Art von Spiel. Hier geht es um schnelle Koop-Action, um wirklich die Freiheit zu tun, was man möchte oder zu lassen. Und schnell viel Spaß zu haben gemeinsam und nicht sich großartig zu überlegen, okay, wie gehen wir jetzt vor? Ja, wobei wir das jetzt hier schon ein bisschen gemacht haben. Denn unser Teamleader, den wir hier gerade bei mir sehen, und der hat jetzt einen Plan. Der hat uns einen Plan vorgeschlagen, dass wir uns nämlich wieder aufteilen. Das bietet sich wohl häufiger an. Ich werde jetzt mit ihm, mit unserem Teamleader, ein bisschen in die Berge verschwinden und mir eine gute Sniper-Position suchen. Erstmal scannen wir jetzt noch gemeinsam die Basis, die da unter uns liegt. Dann sehen wir auch, dass es jetzt ein bisschen eine größere Aufgabe, die da vor uns liegt. Ja. Und wir werden uns gleich aufteilen. Ich werde snipen gehen und Julius geht ein bisschen in den Nahkampf. Das sehen wir aber dann gleich noch. Ja, es wird mir allerdings nicht von Anfang an reibungsfrei gelingen. Okay. Ich habe das ja nur aus der Distanz beobachtet. Ja, es wird gleich ganz lustig. Und da kannst du dich auch was freuen. Sehr schön. Genau, was man hier gesehen hat zum Teil, sind schon diese Mörserstellungen. Die sieht man bei Julius jetzt gerade. Da sieht man so eine Mörserstellung. Die sollte man natürlich möglichst gut ausschalten. Es gibt auch Scheinwerfer, habe ich gesehen. Das ist natürlich jetzt am Tag, ist das völlig irrelevant. Man kann sich aber in Ghost Recon Wildlands tatsächlich aussuchen, wann man angreift, wann man eine Basis angreift. Wir hätten jetzt hier auch tatsächlich auch sitzen bleiben können und warten, bis die Nacht hereinbricht und die Basis dann in der Nacht im Dunkeln leise und heimlich infiltrieren. Ich vermute, also es klingt für mich so, als könnte man sogar, das haben wir jetzt nicht gesehen, aber als könnte man am Anfang der Mission vielleicht sogar auswählen. Das könnte auch sein. Nachts angreifen in dem Sinne und dann wird es halt automatisch Nacht in dem Moment, wo du dann da bist. Könnte auch sein, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber es wird aber auch dynamisches Wetter geben, verschiedene Wettersituationen im Tag-Nacht-Wechsel und so. Ja. Dementsprechend kann man sich die Rahmenbedingungen für seinen Einsatz quasi aussuchen. Man soll auch die Reihenfolge, in der man die Missionen angeht, von denen es über 100 geben soll, soll man sich frei aussuchen können. Ja. Was mich in puncto Story ein bisschen bedenklich stimmt. Denn wie werden wir eine coole Story erzählen, coolen Story-Missionen, wenn die völlig lose aneinander gekettet sein müssen, also gar nicht aufeinander Bezug nehmen können? Ja, es ist schwierig. Es wirkt halt echt so, als wäre das wieder mehr so eine Rahmenhandlung und dann so kleine Geschichten für jedes Gebiet, was man freischaltet.
Es sei denn, sie würden da vielleicht so ein Progression-System einbauen, wenn du so eine bestimmte Anzahl von Missionen erfüllt hast, egal welche, dass dann vielleicht die Story fortschreitet. Sowas wäre natürlich denkbar, aber es wirkt tatsächlich so ähnlich wie auch in The Division, wo du ja auch dann nach den Anfangs-Tutorial-Missionen auf einmal eine ganz große Menge an Story-Missionen auf einmal bekommen hast, die du auch beliebig machen konntest, dass die Story dann nur so eine sehr lose Geschichte ist. Ich schleiche jetzt gerade an dieser MG-Stellung vorbei und mein Kollege wurde gerade schon fast entdeckt von dem Typen. Das Problem ist jetzt nur, dass ich mich jetzt im Vorrang nicht ausreichend informiert habe, welche Taste ich drücken muss, um den wirklich zu killen. Und deswegen entdeckt er mich hier und ich mache eigentlich gar nichts. Da hat dein Teammate dich aber noch gerade gerettet, oder? Da hat mein Teammate mich gerade gerettet, genau. Also scheinbar ist es so... Also für mich gefühlt war es auch so, das Spiel ist sehr, sehr großzügig mit dem, wann du entdeckt wirst. Also du hast da echt noch einen großen Zeitraum, wo du dann den einen Gegner, der dich entdeckt hat, noch killen kannst. Selbst wenn der schon irgendwie schreit, what the hell, kannst du trotzdem ihn dann noch irgendwie erschießen, ohne dass er irgendwie Alarm schlägt. Also jetzt, es soll ja auch passieren, dass die Gegner dann Verstärkung rufen, aber in dieser Mission zum Beispiel ist es ja jetzt... Wie ihr gleich sehen werdet, klappt das relativ gut, das zu verhindern, obwohl wir uns jetzt nicht sonderlich geschickt anstellen, meiner Meinung nach, oder? Meiner Meinung nach auch nicht. Also ich bin auch sehr, sehr großzügig mit dem Scharfschützengewehr vorgegangen. Wir geben jetzt parallel Unterstützung. Während Julius sich in die Basis schleicht, geben der Teamleader und ich hier von so einem Wachturm Scharfschützenunterstützung und gucken uns das mal aus der Distanz an, was die beiden da fabrizieren. Wir haben halt schallgedämpfte Scharfschützengewehre. Mit denen kannst du aber auch echt alles wegballern, was du gerade siehst. Also es war jetzt nicht so, als ob die Gegner bemerkt haben oder ist jetzt gerade neben mir einer umgefallen. Bemerken die das wirklich nicht, selbst wenn sie es offensichtlich sehen müssen? Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich direkt vor deren Nase wäre, dann wäre es ein Problem, dann würden sie es schon sehen. Aber das war jetzt wirklich so, ich musste mir nicht großartig Gedanken machen, wen ich jetzt gerade wegpflücke oder nicht. Ich habe gesehen, oh, der ist grob alleine irgendwo in der Gegend, Okay. Hat den weggedübelt und dann war gut. Also das kenne ich aus anderen Spielen, dass man da deutlich vorsichtiger vorgehen muss. Aber wir haben ja zum Thema Schwierigkeitsgrad schon was gesagt. Kann sein, dass das hier wirklich der Easy-Peasy-Kindermodus ist, wo jeder Depp auch durchkommt und dann nachher fleißig vom Entwickler gelobt werden kann, so wie wir das auch wollen. Ja, das wäre so ein bisschen mein Wunsch, weil tatsächlich dieses Taktik-Shooter-Ding, das war halt das, was mich erst gereizt hat. Und das geht, finde ich, durch den zu leichten Schwierigkeitsgrad ein bisschen flöten. Also wenn es so leicht ist, dass du problemlos auch alles ganz blazing lösen kannst, dann geht man, also meiner Erfahrung nach, geht man dann zwar vielleicht ins Spiel und sagt so, hey, lass das jetzt mal stealthy lösen, aber wenn es dann nicht klappt, dann sagst du, ja gut, scheißegal, dann töten wir halt alles. Eben, das ist so ein bisschen das Problem, was ich an dieser großen Freiheit, die dir das Spiel ja eben an die Hand geben will, sehe, ja. Dass es halt, dass du dazu tendierst, gerade wenn es wirklich einfach ist, sich durchzuballern, immer den gleichen Weg zu wählen. Ja. Also wir sind ja jetzt unter Entwickleranleitung tatsächlich ein bisschen vorsichtig durchgeschlichen und haben einen Gegner nach dem anderen erledigt, aber wir hätten auch genauso gut einfach, wie ich es am Anfang gesagt habe, mit diesem blöden Helikopter hingehen können, alles erstmal niederballern, reindroppen, die Verstärkung abknallen und die Inter schnappen und gut ist. Also das wäre jetzt auch keine besonders große Herausforderung gewesen und ich glaube, dass es im Endeffekt dann eher so laufen könnte, wenn sie die Schwierigkeit gerade nicht erhöhen. Ja, also ich habe ja ein bisschen, ich habe das ja auch in meinem Fazit dann gesagt, auch als ich noch ein bisschen drüber nachgedacht hatte im Nachhinein, weil für mich war das Spiel von Anfang an, wirkte das immer so ein bisschen wie so die GTA Heists jetzt als komplettes Spiel. Also totales taktisches Vorgehen, jeder hat so eine bestimmte Aufgabe und man schafft halt alles nur mit Teamwork. Und tatsächlich ist es jetzt aber in dieser Mission so gewesen, dass dieses jeder hat eine bestimmte Aufgabe, war jetzt gar nicht so, weil wenn du jetzt im GTA heißt, keine Ahnung, da ist einer der Fluchtfahrer, der sucht sich um ein Fluchtfahrzeug. Zwei fliegen mit dem Heli irgendwo hin, scouten was aus und einer geht dann zu Fuß rein und muss irgendwie einen Generator deaktivieren, um Sicherheitssystem auszulöschen, damit die anderen rein können. Weil es ist so, dass du wirklich diese Aufgabenteilung halt durch die Aufgabe, die du halt hast, schon
vorausgesetzt ist. So nach ja, also es ist, Wildlands ist im Vergleich zu einem GTA Online Heist oder so, es ist deutlich weniger linear, also es ist deutlich weniger klar vorgeschrieben, wer was zu tun hat und was du tun solltest, wie du vorgehen solltest. Und zumindest in dieser Mission führte das eben dazu, dass wir alle mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben, sich da nicht so ein großer Unterschied entstanden ist zwischen den Aufgaben, die wir hatten. Das ist die Gefahr, die sich daraus eben ergibt. Und wie das dann im finalen Spiel ist, das muss man aber natürlich noch sehen. Das ist jetzt ein früher Eindruck. Das ist übrigens eine Alpha-Version, die wir spielen. Man sieht auch hier und da in den Videos, da funktioniert manchmal was mit den Gegnern nicht so, wie es sollte oder Explosionen nicht so ganz, wie sie sollen oder so. Also das ist schon noch ganz schön rough around the edges. Mhm. Also das hat noch Ecken und Kanten, diese Version, ist aber auch noch völlig verständlich. Am 7. März 2017 soll es rauskommen. Bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit, auch um zum Beispiel das Fahrverhalten der Motorräder zu verbessern. Das hat dir nicht so gut gefallen. Das hat mir gar nicht gefallen. Das war noch also ultra arcadisch, aber gleichzeitig schwammig, seltsam, nicht nachvollziehbar. Naja. Okay. Also ich bin jetzt mit den Fahrzeugen noch gar nicht gefahren. Nur als Beifahrer war ich bisher unterwegs. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen. Hätte ich auch gerne mal gemacht. Aber ich vertraue da natürlich deinem Urteil, Johannes. Als erfahrener Motorradfahrer. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass wir nähern uns jetzt dem Ende der Mission, beziehungsweise wir haben die Mission eigentlich schon abgeschlossen. Wir haben die Informationen geklaut aus einem Laptop, aus dieser Basis und verlassen jetzt gerade mit dem Fahrzeug hier die Basis, bevor die Verstärkung, die uns da gerade noch entgegenkommt, anrücken kann. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wieso kam jetzt am Ende die... Wir haben nachher noch einen Alarm ausgelöst tatsächlich. Als wir schon fertig waren. So, ja, super. Und das war diese Mission, die wir in Ghost Recon Wildlands gemeinsam gespielt haben. Zum Abschluss sieht man jetzt nochmal einen kurzen Blick über die Karte von Bolivien mit den verschiedenen Missionstypen oder mit den verschiedenen Regionen, die anscheinend alle einen eigenen Boss haben. Wie das genau funktioniert, wissen wir aber noch nicht. Ich hoffe, wir konnten euch erstmal einen guten Eindruck vom Spiel verschaffen, soweit wie wir ihn selber bekommen haben. Genau, jetzt habt ihr alles gesehen, was wir gesehen haben im Grunde. Genau. Okay. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.